Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bauchhörsendung. Ihr seht, dass ich immer noch nicht so ganz auf dem Damm bin. Die letzten zwei Wochen hat es keine Videos gegeben, weil ich ziemlich am Boden war. Und mit meinem Trigeminusnerv wahnsinnig zu tun hatte. Also so zu tun, dass ich gar nichts anderes mehr machen konnte und froh war, wenn ich hier wenigstens irgendwie mein Holz gemacht bekommen habe, dass ich heizen kann. Ja, und trotzdem ist natürlich in den letzten zwei Wochen sehr, sehr, sehr viel in mir passiert. Ich glaube, ausgelöst wurde das Ganze durch eine Enttäuschung, die mal wieder mit der Liebe zu tun hatte, wo ich mir schon wieder vielleicht einfach viel zu große Hoffnungen gemacht hatte. Es auf jeden Fall aber so aussah, als wäre ich hier nicht mehr lange alleine und sich dann halt rausstellte, dass das Ganze unkompatibel ist und es nicht passt. Ich bin da einfach mittlerweile, weiß ich einfach zu lesen, was ich vor mir habe. Und es auch entsprechend zu deuten und habe aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, gewisse Fehler einfach nicht nochmal zu machen. Und dann war ich aber, ja, das hat mich schon ziemlich mitgenommen. Das hat mich ziemlich mitgenommen. Und machte sich halt eben vor allen Dingen hier in dieser Gesichtshälfte so, ja, zwischendurch hätte mich keiner sehen wollen, inklusive mir selber nicht, weswegen ich mich auch einfach verkrochen habe. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber in der Situation setzt du dich nicht vor eine Kamera an und fängst an, ein Video zu machen, weil es dir schwerfällt, überhaupt einen Satz geradeaus zu reden, weil du ständig abgelenkt bist. Aber wie das Leben so ist, habe ich halt zeitgleich was in die Hand bekommen, was mir da dann wieder beim Ablenken davon geholfen hat, während ich dann hier so saß. Und mir halt sehr, sehr viele Videos von dem englischen Kanal Decode Your Reality angeguckt habe. Ich kann jetzt schon mal vorhersagen und ankündigen, dass es in Kürze auch ein Video in Englisch von mir geben wird. Wundert euch dann bitte nicht, aber das wird dann eine Antwort auf etliche Videos von dem Logan sein. Und das mache ich natürlich auf Englisch. So, warte mal, ich mache mal gerade Licht ein bisschen heller, fällt mir gerade auf. Dann ist da, oh, da leuchtet es hier oben. Wahnsinn. Aber dieses komische, ne, was ihr gerade gesehen habt, ist dann weg. Ja, also ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich habe mich sehr eingehend mit Gründen für meine Trigeminusneuralgie beschäftigt und habe nochmal neue Gründe gefunden und bin die auch angegangen. Und seitdem geht es mir tatsächlich sichtbar und fühlbar besser. Und das hat auch alles irgendwie mit dieser Matrix-Dekodierung zu tun. Und wer mir schon länger folgt, der weiß, dass das jetzt für mich nichts Neues ist, sondern er macht es in einer anderen Sprache. Also nicht in Englisch, sondern er dekodiert die Matrix mit Hilfe von Numerologie, Astrologie, Alchemie, Tarotkarten, Spielkarten. Und den numeralen Zusammenhängen zwischen all diesen Dingen, die dann aber tatsächlich auf einmal eine sehr, sehr klare Sprache sprechen. Und mich hat das alles erstmal nicht nur fasziniert. Und das Geile ist, also ich werde euch
den Kanal unten unterm Video verlinken. Und wenn euer Englisch braucht gar nicht mal so wahnsinnig gut zu sein, solange ihr halbwegs ein bisschen versteht. Er ist zum Glück sehr deutlich, also er spricht ein sehr deutliches, sehr leicht verständliches Englisch. Aber mit Hilfe der Bilder, die man dann dazu sieht, die er zeigt, kann man relativ gut folgen. Also ich mal auf jeden Fall, also mein Schulabschluss in Amerika gemacht, wäre traurig, wenn nicht. Aber selbst wenn es da um sehr viele, ja, ich habe auch einen Haufen neue Worte gelernt, weil die im englischen in meinem englischen Sprachgebrauch vorher nicht vorkamen. Aber ich sehe halt eben sehr viele Parallelen zu dem, was ich seit 2010 mache, seitdem ich davon rede, dass wir in einer virtuellen Welt leben, die nur so aussieht, als sei sie materiell real. Aber genau diese Realität, die materielle Realität dieser Welt, die ist eben halt irgendwie offensichtlich, also brauche ich jetzt nicht weiter zu erklären, weil habe ich schon oft genug. Ich reite immer gern drauf rum, dass die Wissenschaft schon vor 100 Jahren dahinter gekommen ist, dass das alles nicht massiv ist, sondern alles Schwingung ist. Wie in einem Monitor. Und ich fühle mich durch seine Videos nicht nur unheimlich bestätigt darin, dass ich das richtig gesehen habe und offensichtlich andere das auch sehen, sondern er kann auf seine sehr bildliche Art und Weise, und da ist er mir sehr gut was voraus, lesen und aber auch zeigen, was er liest in seinen Readings. Und jemand anders, der mir da halt eben auch jetzt sehr, also dem ich einfach unheimlich gerne zuhöre, das ist... warte mal, verlinke ich einfach auch. Kleinen Moment mal. Ich habe leider gerade einen Hänger, also keinen Anhänger, sondern ich habe einen Hänger, weil mir tatsächlich gerade der Kanalname nicht einfällt. Hier, German Knowledge. Und dieser Kanal ist ein deutscher Kanal, German Knowledge. Und der Koray, der den betreibt und die Videos macht, hat, wenn ihr mich fragt, eine Gabe, Dinge, die alle auch sehr mit dem zu tun haben, wovon ich gerade rede, zum Ausdruck zu bringen. Der hat einfach eine tolle Art, das zu erzählen, der man auch leicht folgen kann und die für mich auch alle sehr Sinn machen. Und ja, das ergänzt sich alles so sehr. Meine Sachen, die vom Koray, die vom Logan, und ich merke, dass da auch jetzt immer mehr dazu kommt, weil der Logan ist innerhalb seiner Blase bei weitem nicht der Einzige, der halt auch immer wieder quasi vor allen Dingen in seinen Readings darauf kommt, etliche Aussagen wiederholen sich bei ihm immer wieder. Zum Beispiel dieses Man is being used. Der Mensch wird benutzt. Aber, und das ist halt auch was, was mir dadurch auch immer klarer wird mittlerweile, eben nicht von irgendwelchen elitären Kreisen, sondern von uns selber, von dem, was wir sind, was weit über unser Menschsein hinausgeht. Unsere Göttlichkeit. Da muss jetzt überhaupt gar keiner folgen können. Ich mache das hier gerade für die paar, die folgen können. Das ist überhaupt nicht schlimm.
Aber ich hatte ein paar Leuten auch versprochen, ich mache ein Video dazu, wie es mir gerade geht und was mich gerade so beschäftigt. Und here you go. Und ja, irgendwie werden Dinge auf einmal viel, viel klarer, bis hin zu diesem sehr komischen Krieg, der da gerade angeblich und erstmal aussehend zwischen Russland und der Ukraine stattfindet. Aber wenn man genauer hinguckt, doch eher zwischen Russland und Amerika. Und damit eine sehr alte Geschichte ist. Vielleicht so alt, dass Biden und Putin da vielleicht auch noch in ihren alten Strukturen drin sitzen, die halt auch beide den Kalten Krieg erlebt haben, wo jeweils der andere das Feindbild war. Und das ist beim Krieg halt eben immer so, dass es da zwei Seiten gibt, oder manchmal auch mehr, von denen aber vor allen Dingen normalerweise zwei Hauptseiten, von denen auf jeder Seite davon ausgegangen ist, wir sind die Guten, das sind die Bösen. So. Und die Matrix zeigt eigentlich, oder diese Matrix-Dekodierungen zeigen eigentlich sehr deutlich, dass wir alle immer Recht haben. Weil wir ja unsere eigenen Perspektiven wiedergeben. Zumindest, wie Daniele Ganser sagt, teilweise. Und ich finde das halt schön, dass der Daniele diese Technik vorstellt. Weiß nicht, wer sie nicht kennt, aber er reitet in seinen letzten Videos gern drauf rum, dass er da dieses Ding hat, dass wenn er in einen Streit gerät, die Technik anwendet, dem anderen zu sagen, du hast teilweise recht. Weil das automatisch Wind aus den Segeln nimmt. Und er sagt, ich kann mir ja im Kopf denken, und wenn es nur 1% ist, dass du recht hast, aber ich stehe dir zu, ich mache dir das Zugeständnis, dass auch du teilweise recht hast. Jetzt kann ich dem Daniele sagen, es ist nie immer nur 1%, es ist weitaus mehr, aber es sind auch nie 100, es ist immer weitaus weniger. Aber wenn wir uns eben über die Rechthaberei erheben können und wieder anfangen, einander zu lauschen, und dafür ist dieses, du hast teilweise recht, auf jeden Fall schon mal ein nähernder Schritt in diese Richtung, dann bekommen wir die Möglichkeit, unser Spektrum einfach sehr zu erweitern. Unser Blickfeld, das oftmals doch dann sehr, sehr eingeschränkt ist und wir gar nicht davon wissen wollen, dass es außerhalb unserer Sicht auch noch andere Sichten gibt. Zumindest verhalten wir uns immer so. Und wir sollten vielleicht auch langsam mal aufhören und uns gegenseitig so von oben herab zu behandeln und immer so zu tun, als seien die anderen doof, bloß weil die gerade Dinge nicht so sehen wie wir. Das halte ich tatsächlich, diese Marotte halte ich persönlich im Moment für überhaupt das größte Übel dieser Welt überhaupt. Und an dem sind wir alle beteiligt. Und daran können wir, jeder für uns selber, was ändern. Am größten Übel. Da kommt der Klimaschutz nicht mit. Oder Klima, Angst vor Klimawandel oder Corona oder so. Das ist Kindergarten gegen das, was wir uns jeden Tag dadurch antun, dass wir uns gegenseitig behandeln, als seien wir doof.
Und ich habe wirklich in meinem Leben viele, viele, viele Menschen kennengelernt. Und ich habe auch doofe Menschen kennengelernt. Überaus doofe, was für mich in der Definition bedeutet, nicht lernfähig. Aus welchen Gründen auch immer. Jetzt ist es aber dummerweise so, dass wenn wir unsere Meinung dem anderen aufdrücken wollen und so tun, als sei er doof, wir selber diejenigen sind, die ja gerade gar nicht offen dafür sind, ihre Perspektive zu ändern, ihre Meinung eventuell zu ändern. Weil die Gefahr ja besteht, dass der andere mir ein Argument entgegenbringen kann, das mein Konstrukt ins Wanken bringt. Hey, jedes Konstrukt, das ins Wanken gerät, ist eigentlich ein gutes Konstrukt, weil es flexibel ist. Und wenn das dann auch nicht zerbricht, sondern durch das, was ich durch die Sichtweisen des anderen dazu bekomme, ausgebaut werden kann, stehe ich auf jeden Fall selber sehr viel besser da, mit einfach einem sehr erweiterten Blickfeld. So, jetzt könnte ich noch ewig erzählen, warum ich meine, dass dieser Russlandkrieg da gerade ein sehr, sehr komisch, also es ist anders, also irgendwas stimmt nicht mit diesem Krieg. Irgendwas so, da sind ganz viele Aspekte, die mir durch den Kopf gegangen sind, wo ich mir denke, so, was das auch mit uns zu tun hat, inwiefern wir in diesen Krieg verstrickt sind. Ich erwähne jetzt nochmal, dass ich seit 2009 mit genau dieser Begründung keine direkten Steuern mehr als an das Finanzamt bezahle. Nicht, weil ich das deutsche Volk berauben wollen würde. Entschuldigung, das bin nicht ich. Das wird beraubt und zwar massiv, aber nicht von mir. Nicht, weil ich meine paar Euro 50, die da überhaupt zusammen kämen, aber es sind ein paar Euro 50, die dann in der Kriegskasse fehlen. Und das ist der Punkt. Solange niemand im Finanzamt bereit ist, mir schriftlich zu geben, dass mein Steuergeld nicht in der Kriegskasse landet, bin ich als Zivildienstverweigerer, als Kriegsdienstverweigerer, als von Deutschland anerkannter Kriegsdienstverweigerer, der seinen Zivildienst abgeleistet hat, kann das niemand von mir verlangen, Gelder zu bezahlen, wenn die Gefahr besteht und man mir nicht schriftlich geben kann, dass damit Kriege subventioniert werden. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass ich habe jetzt heute mitbekommen, dass Deutschland wohl schon 80 Millionen, also Waffen für 80 Millionen Euro Steuergelder, eure Steuergelder, in die Ukraine geschickt hat, dann kann sich da gerade keiner mehr rausreden. Dann ist egal, ob wir da gerade selber da schießen oder ob wir es möglich machen, dass sich andere da dann die Köpfe wegschießen. Es ist Augenwischerei, dann so zu tun, als habe man da nichts mit zu tun. Wenn ich diesen Staat unterstütze, der diesen Krieg unterstützt, und das tut er auf teuflische Art und Weise, dann unterstütze ich selber den Krieg. Das ist Logik. Das ist nicht rechts oder links oder sonst was, das ist einfach Logik. Und ich denke, wir sollten uns alle so langsam mal über diese Sachen Gedanken machen. Weil auch dieser Krieg vor allen Dingen deswegen stattfindet, weil hier die ganze Zeit irgendwelche Leute, die eine andere Meinung haben, als doof erklärt werden. Ja, auf die Weise kann man nicht miteinander reden und friedliche Lösungen finden. Das hat ja nichts mit Augenhöhe zu tun. Und die Augenhöhe ist genau das, was überall fehlt. Mal wieder den Bruder im anderen wahrzunehmen, auch wenn der gerade Scheiße von sich gibt, wo ich nur noch den Kopf schütteln kann.
sich trotzdem nicht drauf einzulassen, den anderen als Feind anzuerkennen. Das ist nicht schwer, das muss man einfach mal machen. Und ja, wir leben hier in einem Computerspiel und sind gesteuert und werden benutzt als die, die wir hier uns vor Kameras setzen können und Videos machen. Aber nicht von irgendwem, sondern von uns selbst. Ich weiß, das ist was ich in dem Video an den Logan thematisieren werde. Das ist eine Frage, die ich habe. Er kommt immer wieder auf, er hat den Zauberer von Oz dekodiert, den Film. Und ist schon so weit, dass Oz auf jeden Fall Oz ist, diese Übermacht, die uns nutzt, um sich selbst zu erleben. Aber dieses Oz ist nichts von uns Getrenntes mehr. Dieses Oz ist Oz. Vor allen Dingen im Amerikanischen wird das eine ausgesprochen wie das andere. Ich habe jetzt wirklich 3-4 Tage, so, The Last of Us, The Last of Us, das ist ein A-S und die Amerikaner sprechen auch das O sehr oft aus wie ein A, also in Richtung A. The Wizard of Oz. The Last of Us. Und das ist wieder die Matrix mit ihren. Das ist das, was Logan die ganze Zeit zeigt, wie alles miteinander verbunden ist. Und er sagt auch, ey, guckt es euch bitte an. Das können nicht irgendwelche Illuminati sich ausgedacht haben. Bei allem, was die können, aber die können nicht auf die Minute genau die Geburt von jemandem im Vorfeld einkalkulieren. Bei aller Intelligenz, die ich jemandem zutraue, aber das traue ich nicht Leuten zu, die offensichtlich so wenig Empathie haben und auch halt eben einfach nur ihren Job machen. Ob das jetzt Retter sind oder Bedroher, spielt überhaupt gar keine Rolle. Vor allen Dingen, nehmen wir Beispiel Trump. Für die einen ist das eine absolute Bedrohung, für die andere ist das der Retter. Ja, was ist er denn jetzt? Wenn ihr mich fragt, ist es einfach Donald J. Trump, der wie jeder andere von uns das tut, was er selber für richtig hält. Jetzt bin ich natürlich einer, der seit Jahren sagt, lass uns doch mal bitte einfach wieder das tun, was wir selbst für richtig halten. Ich sage es allerdings auch immer mit dem Zusatz, aber ohne jemandem dabei zu schaden. Ja? Wenn man die zwei Sachen einfach kombiniert, wobei das eigentlich automatisch, wenn man ein Gewissen hat, dann sagt einem das gute Gewissen, was man darf, und das schlechte, was man nicht darf. Und wenn wir das wieder ein bisschen mehr trainieren, dann bekommen wir automatisch mit, dass man eigentlich nichts machen darf, worunter jemand anders leiden muss. Ich kann das machen, aber dann muss ich es anders machen. Dann muss ich es so machen, dass die dann nicht drunter leiden. Wie bekomme ich am besten raus, wie ich das machen kann, ohne dass die darunter leiden? Indem ich am besten mit ihnen darüber ganz offen rede. Lösungsorientiert. Das könnte gerade auch zwischen Russen und Ukrainern oder genau genommen zwischen Russen und Amerikanern passieren. Weil da liegt das Problem begraben. Wer das jetzt gerade noch nicht checkt, guckt euch bitte einfach die Vorträge von Daniele Ganser an, der da mehrere, dass das mit, ne, der Krieg in der Ukraine hat nicht erst vor ein paar Wochen angefangen, der tobt da seit 2014. Und das, weil eben die Amerikaner explizit ihre Finger im Spiel hatten. Geht einfach darum, dass die
USA ihr Territorium erweitern möchte, und zwar um die Ukraine. Und Russland das halt eben gerne nicht hätte. Man könnte, wenn man wollte und man nicht über Leichen gehen würde und Menschenleben einem egal wäre, sein Ego mal einfach ein bisschen runterschrauben und zu gucken, hey, bevor wir jetzt weiter irgendwelche Leute töten oder zulassen, dass sich Leute gegenseitig töten, setzen wir uns jetzt hier an den Tisch und gehen hier nicht wieder weg, bevor wir eine Lösung gefunden haben. Und da muss man einfach ein paar Zugeständnisse machen. Keine Ahnung, ganz normalen Menschen gelingen solche Dinge. Dumm ist, dass wir in der Regierung oder in allen weltweiten Regierungen kaum normale Menschen finden. Menschen, denen offensichtlich das Wohl aller am Herzen liegt. Und nicht nur das eigene, der eigene Profit, das eigene Ansehen. Wenn ich mir angucke, was alleine wir dem Umstand zu verdanken haben, dass Karl Lauterbach, Entschuldigung, wenn ich ihn jetzt einfach da anspreche, aber so viel Medienpräsenz bekommen hat. Und wie viel Blödsinn der. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Karl Lauterbach integer ist. Dass der überzeugt ist davon, dass das alles so ist, wie er es sieht. Aber genau hier kommen wir an den Punkt, wo ich sage, 100% Recht gibt es genauso wenig wie 0%. Wenn es zwei Meinungen gibt. Der Fehler, den die da machen, und nicht nur die, ist davon auszugehen, dass die eigene Sichtweise die einzig richtige ist. Oder überhaupt die einzige. Und dann alle, die eine andere Perspektive wiedergeben können, für doof erklärt. Oder noch schlimmer. Aber aus dieser Haltung heraus, ich habe Recht, weil meine Quellen untrüglich sind. Und weil ich Recht habe und außerdem noch der Überzeugung bin, dass aufgrund dessen, was ich meinen Quellen entnehme, das Beste für alle ist, dass wir alle durchimpfen lassen, und zwar notfalls mit Gewalt. Und das ist nicht immer erst, wenn ich jemanden festhalte und dem dann das Ding da reinramme. Nötigung ist auch schon Gewalt. Jemanden mit seinem Jobverlust zu drohen, wenn er sich das Ding nicht geben will, ist Gewalt. Und das zu verneinen, macht es weder besser noch schöner noch sonst irgendwas. Bom. Klar soweit, was ich sagen will? Nicht habt ihr die allumfassende Wahrheit verstanden, die ich gerade von mir gebe, sondern versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ich frage das, weil wenn es nicht so ist, dann fragt bitte zurück, dann kann man weiter drüber reden und weiter erklären. Und hey, ich bin der Letzte, der nicht in der Lage wäre, seine Meinung zu ändern. Ich ändere meine Meinung ständig, weil ich ja ständig dazulerne. Meine Meinung, ich wüsste gar nicht mal, was meine Meinung ist. Ich kann immer sagen, ja, jetzt im Moment sehe ich Dinge so, weil ich mir gerade aus der Perspektive angucke. Ich kann aber sagen, letzte Woche habe ich noch ganz anders gesehen, weil da habe ich aus der anderen Richtung geguckt. Und wenn man das nicht macht, wenn man sich Dinge anguckt, nämlich mal von möglichst vielen Seiten sich das anguckt,
dann passiert es, dass zwei Lager entstehen und die einen gucken sich die eine Seite an und die anderen gucken sich die andere Seite an und dann behandeln die sich alle gegenseitig, als seien die anderen jeweils doof. Und jetzt hebe mal bitte die Hand, macht einen Daumen hoch runter, schreibt einen Kommentar, wer das als eine sinnvolle Idee empfindet. Obwohl das so gängig ist. Es ist so gängig, dass es sich so durch unseren Alltag zieht. Mitunter so sehr, dass ich in meinen oder in den Kommentaren unter meinen Videos immer wieder angegriffen werde. Ich würde mich hier als was Besseres darstellen. Nee, sorry, tue ich nicht. Habt ihr mich völlig missverstanden? Nicht, weil ihr doof seid, sondern weil ihr einfach vielleicht nicht alle Informationen mitbekommen habt, die ich losgelassen habe, die das Ganze verständlich machen. Ich bin der Letzte, der der Meinung ist, alles zu wissen. Also im Ernst. Also. Aber ich werde oft so behandelt, was mir eigentlich scheißegal sein kann. Das ist es auch. Ja, so, jetzt haben wir eine halbe Stunde Video gemacht. Schön, wie das mit der Technik gerade funktioniert. Ihr seht, ich habe auch jetzt mal das iPad ein bisschen anders gestellt, damit ich es nicht immer von da unten. Vielleicht gefällt es ja so ein bisschen besser. Aber ich mache das hier eigentlich nicht, um irgendwie zu gefallen oder sonst irgendwas, sondern einfach, ja, weil ich gerade nicht anders kann. Ich hätte dieses Video jetzt nicht machen können, weil mein höheres Selbst den Controller in der Hand hält und mich das machen lässt. Das ist das, worüber ich mit dem Logan auch noch reden möchte. Weil ich glaube, dass der mit der Perspektive dann auch noch mal sehr gut weiterkommt. Mich würde einfach vor allen Dingen interessieren, was der, wenn der die Perspektive dann auch wirklich komplett mit einbaut, dann so alles aus der Matrix liest. Und ich bin mir sicher, dass es halt eben so ist, wie ich das schon die ganze Zeit empfinde. Ich dekodiere halt nicht, ich dekodiere einfach anders. Aber das Buch 2020, die neue Erde, hätte nicht entstehen können, wenn ich nicht längst im Dekodieren gewesen wäre. Und da sind so viele Sachen drin, die gerade immer wahrer werden. Ich finde es klasse, dass ihr mir das schreibt, dass es euch auffällt. Aber es fällt mir halt auch selber auf, dass ich für mich jetzt auch gerade noch mal überdeutlich sagen kann, hey Leute, ich habe das Buch nicht geschrieben. Ja, ich habe es geschrieben, ich habe es manifestiert. Aber ich habe es aus dem Äther gezogen. Weil das Wort für Wort komplett vorher schon da war. Genauso wie der Brief in dem Buch von der Tamara. Ich habe letztens schon gesagt, ich habe den Eindruck, wir kommen hier raus. Und langsam weiß ich wie. Wir müssen durch die Tür. Wir müssen exiten. Wir müssen Hashtag exit the fucking Matrix. Und dabei brauchen wir gar nicht mal die Matrix zu exiten. Sondern lediglich diesen Teil der Matrix, der ihn zur Hölle macht. Und das ist dieses Gegeneinander, das ist dieses Abweichen von der Augenhöhe. Logan sagt es immer wieder, was er aus den er sagt, hier steht es, klar und deutlich, es springt einem ins Gesicht. Just be a fucking good person. Das ändert alles. Das ändert alles. Just be nice.
Das würde uns helfen, aus diesem System innerhalb der Matrix rauszusnappen, dass uns das Leben zur Hölle macht. Und warum macht es das? Weil wir diese Spielregeln befolgen. Wir spielen dieses Spiel des Lebens nach Vorgaben, die wir uns nicht selber, wie in jedem Computerspiel. Hey, jedes Spiel, was du spielst, da fängst du nach deinen eigenen Strategien an. Das ist der Grund, warum ich gerne mir Let's Plays angucke, um mir Strategien anderer anzugucken und zu gucken, wie ich gewisse Sachen, die ich selber mit meiner Strategie nicht geregelt bekomme, wie die das machen. Also klatscht dann wieder Beifall da oben und du kommst weiter. Warum machen wir das mit unserem Leben nicht? Das ist das, warum ich dieses Buch geschrieben habe, 2020, die neue Erde. Um innerhalb dieser Materie einen Impuls zu haben, der uns hilft, aus diesem System rauszukommen und auch aus der Gefangenschaft aus dieser Matrix. Wir können dann immer noch uns darin bewegen und uns frei erleben, aber wir werden kein Opfer mehr all dessen sein, was wir uns selbst erleben lassen. Das ist das Spiel auf der Erde. Das ist nicht überall so. Aber wir sind hier, weil wir selber uns hierher gebracht haben. Wahrscheinlich, weil wir die Hölle mal erleben wollten. Sonst hätten wir es uns nicht gegenseitig um die Fresse gehauen. Und dieses Spiel ist designed. Aber folgt ganz bestimmten Algorithmen. Und ganz bestimmten Programmierungen. Und die findet der Logan gerade, die finde ich gerade. Wenn er mich fragt, findet die auch der Mann, jetzt muss ich gerade echt nochmal nach... leck mich doch. Hier, überhaupt alle möglichen... Ist alles kacke hier, Moment mal gerade. So, was habe ich denn da eben gesagt? Der Koray, Entschuldigung Koray, wenn du das hier siehst, dass ich mir deinen Namen gerade so schlecht merken kann. Irgendwie war der viel besser schon in meinem Kopf verankert. Ja, guckt euch bitte auch den Kanal von dem Koray an. German Knowledge kann wohl kaum schaden, im Ernst. Ja, so, jetzt habe ich mir erstmal wieder die letzten zwei Wochen so ein bisschen von der Seele geredet. Das muss jetzt gerade alles, es war kein Vortrag, das war nicht irgendwas Durchstrukturiertes. Ich habe es einfach mal zum Ausdruck bringen wollen. Aber ich weiß, das ist ja jetzt hier nicht für alle. Es ist ja wieder nur für ein paar und für euch von Herzen. Ich wünsche euch den Frieden. Ne? Wisst, wie es geht. Also ich bin hier die ganze Zeit, das ist sehr interessant. Ich habe mein iPad jetzt vor dem Monitor gehängt und versuche die ganze Zeit mit meiner Maus. Da das ist, ich bin... Ja, wie gesagt, ich bin gerade noch nicht so ganz auf der Höhe wieder. Ist aber nicht schlimm. Muss man ja nicht sagen. Immer. Wichtig ist, dass man gerade keine Gefahr für sich selber oder jemand anderen darstellt. Ja. Das wäre was, worauf man sich gerade mal konzentrieren könnte. Wenn die Politik dazu mal aufrufen würde. Aber das wäre natürlich sehr kontraproduktiv für die Politik. Ne? Tschüss, mein F. Wir sehen uns. Hier ist irgendwo da.